Kennt ihr das eigentlich auch, dass ihr total Bock aufs Reisen habt, aber es ist einfach jedes Mal so stressig und das geht ja oft schon bei der Anreise los. Man kommt dann völlig erschlagen an und hat dann so ein krasses Programm, dass man vor lauter Stress die ganzen neuen Eindrücke gar nicht so richtig genießen kann. Und im blödsten Fall hält einen das dann sogar vom Reisen ab. Falls ihr euch da wiedererkennt, dann ist dieses Video für euch, denn wir haben heute 18 Tipps, um das Reisen entspannter zu gestalten. Wähle auf jeden Fall ein Reiseziel, das dir nicht zu anstrengend ist. Generell gibt es halt Länder auf der Welt, die lassen sich extrem easy bereisen. Dazu gehört zum Beispiel USA, Kanada, viele Teile Europas und so weiter. Aber es gibt halt auch Länder, die einem schon mehr abverlangen. Zum Beispiel China, Mexiko oder Indien können solche Länder sein. Versuche auch genau zu überlegen, ob sich deine Reise für den Zeitraum, den du zur Verfügung hast, lohnt. Wir würden zum Beispiel nie für 10 Tage nach Thailand fliegen, weil wir einfach wissen, dass wir 4 Tage lang Jetlag haben und dann finden wir es einfach sinnvoller, in Europa zu bleiben. Wenn du dich jetzt für ein Reiseziel entschieden hast, geht es ja in der Regel an die Routenplanung. Da haben wir über die letzten Jahre eine Faustregel etabliert, die wir echt gut finden. Und das ist, dass an einem Reisetag nichts weiter geplant ist. Sprich, wenn wir an einem Tag eine 4-stündige Busfahrt haben, um von einem Ort zum nächsten zu kommen, dann steht an diesem Tag nicht auch noch eine Aktivität auf dem Zettel. Beim Reisen von A nach B geht eh auch immer so viel schief. Und selbst wenn nicht, ist man danach einfach total K.O. und möchte nur noch ins Hotel. Spontan noch eine Stunde in die Stadt gehen, das kann man ja immer noch, falls es sich dann doch ergibt. Was wir auch wenn möglich komplett vermeiden, sind Nachtbus oder Nachtzugfahrten. Das klingt ja immer in der Theorie richtig cool, aber faktisch hat man oft am Tag der Abfahrt das Problem, keine Unterkunft mehr zu haben und man muss sich um die Gepäckaufbewahrung kümmern und am Tag der Ankunft darf man in der nächsten Unterkunft noch gar nicht einchecken. Und dazu kommt noch, dass wir von solchen Fahrten immer total gerädert sind und dann eigentlich am Tag nach der Fahrt auch nichts mehr unternehmen wollen. Bei der Planung eurer Stops ist, finden wir, auch weniger oft mehr. Es ist halt einfach nicht realistisch, 5 Orte in einer Woche zu besuchen. Also schaut wirklich, dass ihr immer mindestens 2, besser aber 3 Nächte an einem Ort habt und lasst dann lieber was weg, auf das ihr vielleicht eh nicht so super Lust habt. Ansonsten kann man für die Routenplanung immer wunderbar googeln, wie lange man an einem Ort verbringen sollte. Und wir nehmen diese Zahl dann immer mindestens mal 1,5 oder sogar mal 2, sodass man wirklich auch einen kleinen Puffer hat. Es wird auf eurer Reise nämlich auch mal so sein, dass es euch nicht so gut geht oder dass einfach das Wetter so gar nicht passt. Und da ist es halt gut, wenn man immer noch mal so ein bisschen extra Zeit hat. Und auch den Jetlag am Anfang der Reise solltet ihr damit einplanen. Wenn wir schon beim Thema Puffer sind, würden wir auch empfehlen, vor Flügen, speziell vor dem Jahr. Wenn wir schon beim Thema Puffer sind, würden wir auch noch empfehlen, vor Flügen, speziell aber vor dem meist sehr recht teuren Rückflug, einen Puffertag einzuplanen. Denn man weiß ja nie, was wieder alles schief geht und so kommt man nicht in die Bedrängnis, zum Beispiel hunderte Kilometer mit dem Taxi fahren zu müssen, weil gerade an dem Tag der Zug ausfällt oder gestreikt wird. Bei einer Reise, die länger als, sagen wir mal, 14 Tage geht, würden wir auch immer Entspannungstage einplanen. Also wirklich bewusst mal 1, 2 Tage, wo man wieder ein bisschen runterfahren und vor allem auch die neuen Eindrücke verarbeiten kann. Bei einer Reise von weniger als 14 Tagen würden wir auch empfehlen, alle Flüge und Unterkünfte vorab zu buchen. Wir haben das oft auch schon für 4-wöchige Trips komplett durchgeplant, weil es einfach viel zu stressig ist, bei so wenig Zeit in einem fremden Land dann auch noch Reiseplanung zu betreiben. Und wir finden, da setzt man sich lieber zu Hause einmal ein paar Stunden in Ruhe hin und plant das alles durch und dann kann man die Reise auch in vollen Zügen genießen. Wenn möglich, dann bucht natürlich mit Storno-Optionen. Das gibt es gerade bei Booking ziemlich oft oder auch bei Mietwagen und dann könnt ihr im Zweifel auch immer noch mal umplanen, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Beim Buchen von Flügen gibt es auch ein paar Punkte, die gerne im totalen Stress ausarten. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Einmal ist das oft die Flugverbindung selbst. Achtet da bei der Buchung auf jeden Fall darauf, dass Umsteigezeiten ausreichend sind. Zum Beispiel sind 30 Minuten in Paris Charles de Gaulle einfach nicht realistisch. Und bucht auch nur bei einer Alliance, also bucht nicht separat selbst Flüge, die ihr dann aneinander stückelt, weil dort habt ihr dann keinerlei Absicherung mehr, falls mit dem ersten Flug etwas schief geht. Und das andere Thema, das die Leute am Airport immer schwitzen lässt, ist natürlich das Gepäck. Das kennen auch wir nur zu gut. Bucht euch bitte einfach das, was ihr braucht und schaut euch auch die Maße genau an. Das gilt sowohl für das große Gepäckstück, also Koffer oder Backpack, aber vor allem auch fürs Handgepäck. Es wird sowieso super viel kontrolliert, sowohl bei den Billig-Airlines als auch bei den großen Fluggesellschaften.
Und ja, das geht schon ab und zu mal gut, aber ist es jetzt wirklich die 40 Euro Ersparnis wert, dass man dann irgendwie versucht, sich an dem Ryanair-Mitarbeiter vorbei ins Flugzeug zu schmuggeln? Und um nicht am Airport oder bei der Immigration eine böse Überraschung zu erleben, macht bitte auch da eure Hausaufgaben. Das heißt konkret, Ein- und Ausreiseformalitäten checken, Hoteladresse parat haben, das Rückflugticket parat haben, schauen, wie man zum Airport und später auch vom Airport zur Unterkunft kommt, die Flüge am besten vorher schon online einchecken und auch im Online-Banking das jeweilige Land freischalten lassen. Bei uns ist auch noch das Thema Essen sehr wichtig. Also ich werde einfach super essen, wenn ich hungrig bin, und deswegen planen wir auch das immer komplett durch. Also nehmt euch ruhig einfach Verpflegung mit, gerade bei einem langen Flug oder einer Busfahrt. Das Essen, was man bekommt, ist halt oft super eklig und es macht auch nicht wirklich satt. Und ich finde, da kann man schon sehr die Laune heben, wenn man einfach nochmal einen Schokoriegel im Rucksack hat und halt auch nicht völlig ausgehungert um 23 Uhr dann irgendwo im Hotel ankommt und nochmal auf Restaurantsuche gehen muss. Viel Seelenfrieden vor der Reise gibt uns auch immer eine Packliste, weil da fällt einfach dieses Gefühl weg von: Oh Gott, was habe ich jetzt wieder alles vergessen? Was fehlt? Habe ich alles? Und da kann man sich einfach mal online eine raussuchen. Wir verlinken euch auch gerne mal eine in der Videobeschreibung und vielleicht für einen selber noch so ein bisschen ergänzen und anpassen. Und dann hat man auch nicht mehr diese Panik und weiß einfach, dass alles, was wichtig ist, auch da ist. Falls euch das Video bisher gefallen hat, würden wir uns übrigens sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vor Ort im Reiseland gilt dann leider ganz oft: Geld kauft Komfort. Zum Beispiel ist es ganz oft so, dass ein Ausflug natürlich in Form einer geführten Tour viel entspannter ist als auf eigene Faust, aber eben auch teurer. Der gute, bequeme Bus ist oft teurer als der, in dem die Locals fahren. Teure Unterkünfte sind oft auch ruhiger und dann könnt ihr besser schlafen. Persönlich finden wir, man muss da für sich selber einfach das Mittelmaß finden. Also welcher dieser Punkte ist vielleicht für dich total stressig und welcher ist dir eh gar nicht so wichtig, und danach kann man sich dann entscheiden. Und ab und zu darf man sich auch was gönnen. FOMO, Leute, ist real. Also, wer den Begriff nicht kennt, das steht für Fear of Missing Out, und das beschreibt einfach das Gefühl von Angst, dass man etwas verpasst. Und das kennt bestimmt jeder auch von zu Hause, wenn man zum Beispiel krank ist und sich die Freunde auf ein paar Drinks treffen und man selber sitzt daheim. Aber auf Reisen kickt das echt nochmal ganz anders. Ich finde, da hat man oft das Gefühl, nur ein einziges Mal an diesem Ort zu sein, und dann will man einfach wirklich alles sehen. Und davon solltet ihr euch auf jeden Fall verabschieden. Oft gibt es an einem Ort ein, zwei Highlights, die wirklich was Besonderes sind. Aber die 15 weiteren Kirchen, Tempel, Bergseen oder was auch immer es noch gibt, die kann man sich natürlich anschauen, muss man aber nicht. Das bringt mich auch schon zum letzten Punkt, nämlich die Fähigkeit, Nein zu sagen. Und das ist echt eine Kunst, Leute. Das ist super schwer. Vor allem, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und da wirklich mal zu sagen: Nee, danke, mir geht's heute nicht so gut, ich bin müde, ich habe schlecht geschlafen, ich habe Jetlag und ich komme da jetzt einfach nicht mit. Ja, das sollte man sich auf jeden Fall aneignen und versuchen zu lernen, auch wirklich auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und auch auf den eigenen Körper zu hören, weil nicht jeder fühlt sich zum Beispiel in der Lage zu einer 10-stündigen Wandertour. Und das ist auch völlig okay. Ich persönlich habe das zum Beispiel gelernt beim Thema Bootstouren. Das soll nämlich einfach nicht sein, und das ist halt einfach so. Und das waren unsere Tipps zum Thema Stressvermeidung auf Reisen. Falls euch die Tipps weitergeholfen haben, dann könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren, und dann sehen wir uns im nächsten Video.